Ein ausverkauftes Haus hat die Csárdás-Fürstin dem Stadttheater Leoben beschert. Die Operettenbühne Wien hat im Zuge ihrer Jubiläumstournee mit der Operette von Emmerich Kallmann auch in der Montanstadt Halt gemacht und dem Publikum mit ihren unvergesslichen Melodien einen zauberhaften Abend beschert. Erstens mal ist Kallmann überhaupt ein toller Komponist und zweitens, die Csárdás-Fürstin hat sehr viele Elemente drinnen, wo man tanzen kann, sehr schwungvoll, die Melodie ist einmalig und ich glaube, die Leute hören das auch gern. Die Geschichte dreht sich um die nicht standesgemäße Liebe zwischen der Chansonette Silva Varesco und dem Fürsten Edwin, die nach einigen Missverständnissen doch noch ein Happy End findet. Einen Monat lang sind die Künstler mit der Csárdás-Fürstin on Tour. Da verwundert es kaum, dass der Bus in dieser Zeit quasi zu ihrem Wohnzimmer wird. Na, wir sind jetzt 4 Wochen unterwegs und wir spielen jeden Tag und wir haben auch 3 Nachtfahrten. Und ja, wir leben im Bus. Der Bus ist unser Wohnzimmer, sage ich immer. Ein lauschiger Abend zwischen Wiener Walzer und ungarischen Csárdás-Klängen. Das Publikum gutiert die Csárdás-Fürstin im Stadttheater Leoben mit viel Applaus.